Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich mein Full-Face Iconic London für euch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir wirklich einiges im Laufe der Zeit hier schon zusammengesammelt durch Beautyboxen, Adventskalender und dadurch, dass ich ja auch die wundervolle Kooperation mit Lookfantastic habe. Da könnt ihr nämlich viele der Produkte auch bestellen. Da könnt ihr auch mit Claudi Welt sparen. Das ist immer der höchstmögliche Rabatt. Und ja, bis auf Concealer, Lidschattenprimer und Puder habe ich auch alles zusammen. Okay, ich starte jetzt einfach mal mit dem Iconic Underglow Blurring Primer. Das ist dieser hier und trage mir den einfach mal komplett in meinem Gesicht auf und hoffe, dass es gut funktioniert mit uns beiden. Der sieht nämlich aus, als hätte der halt auch schon irgendwie eine Färbung, aber ich glaube, dass das dann der Glow sein wird, der von dem Primer dann ausgehen wird, aber gleichzeitig blurren soll. Finde ich sehr interessant, riecht sehr angenehm, leicht süßlich und fühlt sich total angenehm auf der Haut an, muss ich sagen. Hat mir jetzt eine Pipette ins Gesicht gegeben, den Hals habe ich jetzt ausgelassen. Ich sehe auch tatsächlich keinen Schimmer auf meinen Fingern, sondern so wie Seide. Das ist ja cool, mega. Mag ich gerne leiden. Also Glow in meinem Gesicht definitiv. Auch tatsächlich leicht weich gezeichnet, aber jetzt nicht irgendwie so super krass mattiert oder so eben durch diesen Glow, ne? Aber es ist kein Glitzer. Also das ist ganz, ganz interessant. Dann habe ich die Foundation. Die habe ich aber auch schon mal in einem Foundation-Test, glaube ich, mit euch ausprobiert. Super Smoother Blurring Skin Tint. Genau, habe ich in der Farbe Cool Light. Schaut so aus. Und da haben wir halt keine riesig hohe Deckkraft oder so mit dabei, sondern einfach ein Skin Tint. Das gibt einfach ein ganz kleines bisschen Farbe, beziehungsweise so ein bisschen Ausgleich, ne? Dass die Haut ein bisschen ruhiger aussieht. Ich nehme mir mal auch wieder hier meine Zoeva-Pinsel. Die sind einfach total toll. Ich weiß nicht, ich glaube, die kriegt man auch bei Lookfantastic. Und die habe ich schon vor einer ganzen Weile mir mal gekauft. Und das sind sehr, sehr gute, hochwertige Pinsel. Da habe ich ein echt großes Set mir mal gekauft, ne? Und die verwende ich wirklich immer super gerne. Das Skin Tint ist ein ganz kleinen Tick dunkler als meine normale Gesichtshaut. Das fällt aber gar nicht so ultimativ auf, wenn man den halt ordentlich verblendet, ne? Dann sehe ich halt einfach nur gesund gebräunt aus. Wobei der auch ein bisschen zu warm für mich ist. Ich meine, das hatte ich auch in diesem Foundation-Test gemerkt, ne? Das soll ja cool light sein, aber irgendwie so kühl ist der gar nicht. Man muss den eigentlich auch gar nicht so wirklich mit einem Schwämmchen einarbeiten, weil das ja auch so gedacht ist, dass du den einfach als Skin Tint verwenden kannst, sprich, dass du den so schnell im Alltag auch auftragen kannst. Ich mag den gerne leiden, ne? Ich habe den aber, glaube ich, in irgendwie einer falschen Farbe oder so, ich weiß es nicht. Ich habe auch gesehen, dass man solche leicht zu dunklen Produkte ja auch mit Concealern aufmischen könnte oder Aufhellungsdrops. Ich lasse es aber einfach erstmal so. Dann verwende ich jetzt einen Concealer. Da habe ich jetzt den von LA Girl aktuell in Anwendung. Der kommt aus meinem Project Pen. Nee, der ist gar nicht in meinem Project Pen. Der ist einfach nur so in meinem Schminktisch drin. Genau. Den arbeite ich mir aber ganz gerne mit meinem Schwämmchen ein. Meine Lidschattenbase habe ich mir jetzt auch aufgetragen. Auch die aus dem Project Pen. Und dann habe ich hier einen Liquid Blusher. Und zwar in der Farbe Rose Riot. Das ist dieser hier. Sowas bietet sich an, dass du das erstmal ein bisschen schüttelst, wenn es in so einer Tube ist und dir das dann auf den Handrücken gibst. Oh, richtig schöne Farbe. Das mag ich sehr gerne leiden. Sieht schön aus. Und dann nehme ich mir meinen Foundation Buffer, arbeite das auch so ein bisschen in meinen Pinsel ein und gebe mir das dann auf meine Wangen. Okay, der ist sehr subtil, aber es passt dann natürlich auch mit dem Skin Tint zusammen, ne? Dass man halt einen leichten Farbklecks hier auch einfach so ein bisschen hat. Ist mir ein bisschen wenig. Deswegen baue ich auch ein bisschen auf, aber ich habe gleich noch einen anderen Blush, den ich da noch drüber geben kann als Puder. Weil so ist es halt für den Alltag, ja, ich bräuchte wahrscheinlich auch nicht mal abpudern, weil die Base sich auch ganz gut so anfühlt, aber mache ich gleich trotzdem. Ja, also da könnte der Blusher wirklich ein bisschen kräftiger sein von der Farbe her, ne? Gerade wenn man ja auch bedenkt, dass man gegebenenfalls abpudert, dann nimmst du halt super viel von der Deckkraft mit weg. Weil so sieht man den Blush ja noch einigermaßen. Aber wenn ich da jetzt Puder drüber gebe, ist da einfach nicht mehr so super viel von zu sehen. Ne? Nur noch ein Hauch von. Im realen Leben, also ohne Kameralichter und so weiter, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu sehen.
Ja, aber das ist jetzt tatsächlich ein Produkt, wo ich sage, brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben drin haben. Ne? Okay, so, Bronzer verwende ich jetzt diesen hier. Das ist der Ultimate Bronzing Powder Light Bronze Bronzer. Der schaut so cool aus und ich habe den auch schon mal verwendet, den mag ich sehr gerne. Der ist riesig, ne? Das ist wirklich eine Bratpfanne mit 17 Gramm. Also da kannst du echt, ja, gefühlt ein ganzes Dorf mit Bronzen und alle kommen da ganz gut mit aus. Deswegen, ja, also das ist ein leichter Bronzer. Also wirklich alles bei Iconic London ist eher so leicht, ne? Von den Texturen her, von der Deckkraft her. Alles etwas gemuteter, softer, alltagsmäßiger. Ich glaube auch, dass das der ein oder anderen Person auch definitiv gefallen könnte. Und für den Alltag mag ich das auch ehrlich gesagt sehr gerne. Ne? Da muss ich das auch gar nicht so super full coverage haben. Gut, bunte Augen gehen halt immer, ne? Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Message von Iconic London ist und deswegen haben die ihre Produkte so, wie sie haben. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung, wenn das halt komplett so durchgezogen wird. Ja, aber ein schöner Bronzer, den ich halt so auch soft aufbauen kann, der sich schön ausblenden lässt und ja, den ich gerne light mache. Was ich halt auch so super funny finde, wenn ich dann ein Teint habe oder eine Foundation drauf habe, die vielleicht ein ganz kleines bisschen wärmer oder dunkler ist, dann wirken meine Ohren gar nicht mehr so rot. Die sind ja sonst so ein bisschen leuchtend im Dunkeln gefühlt. Mr. Wow träumt gerade. Und er träumt scheinbar was Schönes, denn sein Schwanz wackelt. Das ist total süß, gerade von hier zu beobachten. Okay, ich habe hier ein Duo. Und zwar ist das Silk Glow Duo in der Farbe Rose Glow. Schaut so aus. Das habe ich bei Chiquita's Place auch schon gesehen, dass sie das verwendet hat und sehr, sehr gerne mochte. Bekommt ihr auch bei Look Fantastic. Wie gesagt, Claudi Welt, gebt euch den maximalen Rabatt. Ne? Und ja, hier haben wir einmal einen leichten Blush und einen Highlighter mit dabei. Das trage ich mir auch mit dem gleichen Pinsel wie vorhin auf. Und gehe dann erstmal schön in den Blush rein, um mir den hier so aufzutragen. Ja, sehr soft. Aber wenn ich den halt so drüber gebe, mag ich das von der Intensität gerne leiden. Also das ist halt wirklich schön. Hat auch einen leichten Glow mit dabei. Leicht ist gut. Wenn ich hier jetzt so ein bisschen tiefer komme, sehe ich da ganz schön viele Schimmerpigmente. Hui! Den Highlighter trage ich mir jetzt aber auch mit einem extra Highlighter-Pinsel auf, weil da möchte ich einfach auch schauen, dass ich da gut was hinbekomme. Auch wenn ich jetzt natürlich durch den Blush schon einen Glow habe. Ich muss mal eben die Folie abziehen, dann sehe ich mich auch aus der Nähe. Okay, da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil bei dem Blush hast du wirklich etwas gröbere Schimmerpigmente mit am Start. Das sehe ich auch gerade. Mal aufpassen, ne? Und dann gehe ich jetzt hier in den Highlighter rein. Habe ich jetzt hier auf dem Pinsel und trage mir den hier so auf. Der ist aber intensiv. Das finde ich ja schön, ne? Das ist nicht nur ein Hauch von. Den mag ich gerne leiden. Also der ist nicht so super fein. Also jetzt wie zum Beispiel aus der Riva Loves Me Limited Edition mit Maxime, ne? Den sieht man schon etwas gröber. Aber er ist jetzt nicht so super krass grob, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und wahrscheinlich gleich, wenn ich auch das Setting Spray drüber gebe, wird das Ganze auch ein bisschen mehr verschmilzen. Ich denke, dass diesen Highlighter nicht jeder unbedingt mögen wird, weil man halt diese Schimmerpigmente recht gut sieht. Aber ich finde den eigentlich ganz schön. Für mich ist der toll. Vielleicht mit einem Schwämmchen ganz leicht abmuten oder noch ein bisschen mit dem Blush drüber. Das ist nicht ganz so, ist egal. Jetzt ist da einfach Wasser. Ist es okay. Sehr intensiv. Okay, nein, mag ich gerne leiden. Das ist eine sehr schöne Base, die sich gut anfühlt. Jetzt verwende ich ein Augenbrauenprodukt. Das hatte ich auch schon mal irgendwo öfters mit dabei. Triple Precision Brow Definer in der Farbe Ash Blonde. Und hier habe ich, das ist total super, einmal, genau, hier so zum Hochdrehen, dass ich meine Augenbrauen damit ausfüllen kann. Dann eine, hier so ein Filzstiftding, dass ich mir künstliche Härchen einzeichnen kann, dass es natürlicher aussieht. Und ein Spoolie. Also mega cool gemacht, ne? Und die Farbe passt so gut. Also ich merke ja wirklich immer wieder, ne, dass Firmen einfach diesen klassischen blonden Haarton nicht wirklich treffen. Iconic London hat es hiermit definitiv geschafft. Und wie gesagt, dann nehme ich mir den Stift und fülle ein paar Lücken damit auf. Sehr cool. Mag ich richtig gerne leiden. Ne? Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich diesen Stift wirklich gerade so sehr feiere. Aber sehr empfehlenswert auf jeden Fall für Leute, die halt auch so eine Haarfarbe haben wie ich und auch Probleme in der Drogerie haben, was zu finden oder generell. Ne? Dann habe ich hier von Iconic London den Liquid Brow in der Farbe Silk oder Liquid Brow Silk. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Augenbrauenfixierungsprodukt mit einem kleinen
Spoolie vorne dran, wo du halt auch gut Produkt mit dabei hast. Und das könnte auch so ein bisschen wie diese Laminating-Geschichten werden. Ne? Mal gucken. Okay, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil das gibt halt richtig viel Produkt ab und es ist so weiß, so dass man das halt auch wirklich gut versuchen muss zu verteilen und einzukämmen. Ansonsten hast du halt so was, ne? Da klebt dir dann so ein bisschen dran rum. Das ist ja unpraktisch. Ja, nee, feiere ich jetzt nicht so. Ich finde es relativ kompliziert in der Anwendung. Da ist das von Too Faced oder auch von Dominique Cosmetics deutlich einfacher zu verarbeiten. Ne? Weil hier hast du halt schnell dieses Weißzeugs, musst es dann verteilen irgendwie und nee, das ist nicht so gut. Wobei man damit halt auch wirklich die Augenbrauen gut laminieren kann. Ne? Aber das ist mit anderen Produkten, glaube ich, etwas einfacher. Aber das wird halt richtig hart, ne? Das merke ich gerade. Ich zeichne mir nämlich noch mit dem Filzliner so ein paar Sachen oder fülle mir damit ein paar Sachen auf. Das wird hart. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu der Lidschattenpalette. Da habe ich schon, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr im Adventskalender von Glossybox diese Iconic London Palette drin gehabt. Ja, vorletztes Jahr, glaube ich, oder? Letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine sehr neutrale, zurückhaltende Palette, eine absolute Alltagspalette, aber ich finde sie richtig schön und ich meine auch, dass ich euch da schon mal einen Look mit geschminkt habe. Die Töne lassen sich eigentlich ganz gut verblenden und auch die Schimmertöne sind echt schön. Starten wir doch einfach mal hier mit dem Ton Marshmallow, der genauso aussieht wie sein Farbname, ja, und gebe mir den dann auf mein Lid zum Setten. Dann nehme ich den Ton Peaches and Dream, ein ganz heller Peach-Ton und den setze ich mir in meine Lidfalte. Witzig, ne? Das ist eigentlich ein Luxe All Over Shader Pinsel, aber ich verwende ihn ja zum Verblenden, zum Auftragen, weil der halt auch gleichzeitig so fluffig ist. Das ist echt cool. Wenn man leichte Schlupflider hat, einfach leicht arrogant nach unten gucken, dann triffst du eigentlich auch die Stelle, wo du quasi in Anführungsstrichen deine Lidfalte, die sitzt ja eigentlich bei mir hier irgendwo drin, reingeflutscht, basteln würdest, ne, damit macht man etwas mehr Dimension. Als nächstes nehme ich mir den Ton Bellini auf. Das ist dieser hier. Das ist auch ein gemuteter Orangeton, würde ich ihn jetzt nennen. Den setze ich mir hier außen ein bisschen hin und auch etwas hier unterhalb meiner künstlich gebastelten Lidfalte. Dazu ziehe ich die Augenbrauen dann etwas hoch, dann kommt man da auch ein bisschen besser drunter. Ne? Als nächstes verwende ich den Ton Merlot Mondays. Ein Rosenholztönchen, würde ich dazu sagen. Und den setze ich mir mit einem etwas präziseren Blendepinsel genau hier außen an und auch etwas präziser in meiner Lidfalte nochmal. Mit genau dem gleichen Pinsel nehme ich mir den Ton Taupe de Taupe. Ja, ist wirklich so. Und den setze ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz, um da auch nochmal das Auge optisch zu vergrößern quasi. Also einfach hier so entlang, ne? Ich meine, dass viele mir geschrieben hatten, Mensch, mit der Palette macht man doch gefühlt immer nur den gleichen Look. Also ich finde, man kann damit halt sowohl neutralere Looks schminken oder halt auch so peachige Looks wie hier, ne? Ja, vor allem Alltagslooks. Und das finde ich eigentlich bei dieser Palette ganz schön, weil das halt so einfach funktioniert und doch irgendwie immer gut aussieht. Also mir gefällt die tatsächlich echt gut, kann ich jetzt schon zwischendurch sagen, ne? Dann habe ich hier den Ton Wonderland. Das ist dieser wunderschöne Schimmerton hier unten. Den möchte ich mir gerne mit dem Finger einfach auf mein bewegliches Lid geben. Huch, Spiegel hier. Und die Schimmertöne sind halt wirklich super schön cremig, sodass du mit einmal reingehen halt das Ergebnis bekommst. Da kannst du echt nicht meckern, ne? Und ich habe immer noch was am Finger. Außen nehme ich mir ein bisschen von diesem Girl Boss Schimmerton auf. Das ist der hier außen, unten, ganz unten rechts, ne? Schaut so aus. Und den blende ich mir dann quasi als Übergang zwischen dem Schimmerton Wonderland und meinem matten Außen, wobei ich jetzt gerade zu weit nach außen gegangen bin. Da muss ich gleich mit dem matten Ton noch ein bisschen reinblenden. Also mit Merlot Mondays. Und ich würde jetzt auch mal tippen, dass dieser Wonderland-Ton, den ich ja schon auf meinem beweglichen Lid habe, sich ganz gut auch im Augeninnenwinkel macht. Also setze ich mir den da auch nochmal mit rein. Zack, das ist ein Look. Ich mag den. Also das ist wirklich ein schöner, frischer Look, ne? Macht auf jeden Fall was her. Und jetzt fixieren wir noch nicht. Nee, wir machen erst einen Eyeliner. Da habe ich hier den Enrich and Elevate Eyeliner. Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Seiten. Einmal eine ganz normale Spitze, Filzstiftspitze, ne? Und auf der anderen Seite halt so eine super präzise. Ich glaube, ich versuche es mal mit der super präzisen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Mach mir aber vorher ein ganz kleines bisschen Fallout weg, weil da hat ein bisschen was runtergekrümelt, aber nicht viel. Da kannst du echt super schön präzise mit zeichnen. Das ist Wahnsinn. Sehr schön. Der Eyeliner verleitet einen aber auch dazu, so richtig abzugehen, ne?
ja, ich muss das mal anpassen. Pium. Ja, das sollte man ja normalerweise nicht mit so einem Schwung nach unten machen, weil man dadurch dann ja quasi das Lid zu sehr, dass die Augenbraue zu sehr nach unten zieht. Aber irgendwie hatte ich da, ich fühle es gerade einfach, dass ich so einen Schwungliner mache. Mag ich. Also das ist ein ganz, ganz angenehmer Eyeliner. Macht Spaß, damit offensichtlich zu arbeiten. Und jetzt habe ich hier in einer kleinen Größe, das war in dieser, in irgendeiner Iconic Box mit Look Fantastic mit drin, das Prep Set Glow. In der kleinen Größe mit 30 Millilitern drin. Aber ja, ich mag das. Ne? Hat auch ein bisschen was von dem Ofra. Ne? Die haben ja auch so ein Setting Spray. Weil man hier halt auch diesen Wirbelsturm mit drin hat. Ne? Finde ich großartig. Angenehmer Sprühnebel. Angenehmer Duft. Auch hier wieder dieses... Ich weiß nicht. Es riecht einfach angenehm nach Pflege irgendwie. Und es hinterlässt definitiv einen Glow. Das mag ich gerne leiden. Jetzt werden die Wimpern einmal gebogen. Das mache ich ja am liebsten mit dieser Catrice Wimpernzange. Die ist einfach der Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Man muss es vorsichtig machen, damit man sich halt keine Wimpern abbricht oder so, ne? Aber die bringt richtig Schwung in die Kiste. Jetzt habe ich hier die Triple Thread Mascara. Das ist diese hier. Und die hat auch ein super fancy, witziges Bürstchen. Ja, das ist nämlich extrem dünn. Und ein Gummibürstchen. Sieht so aus, damit wirst du auf jeden Fall auch kurze Härchen sehr gut greifen können. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Und die tragen wir doch jetzt mal in 3 Schichten auf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Hätte man dem kleinen Schätzelein gar nicht so zugetraut, ne? Also ich hatte in Erinnerung, dass ich die gut fand, aber nicht, dass die so gut war. Die trennt, die gibt Schwung. Die gibt Länge, die macht vieles richtig, ne? Und man kann die natürlich auch in 1 oder 2 Schichten tragen, habt ihr ja auch gesehen. Aber für mich ist es halt 3 Schichten ist immer optimal. Und die finde ich richtig, richtig gut. Die werde ich mir gleich auch sehr wahrscheinlich in den Schminktisch packen, weil die ich vorher verwendet habe, sind aufgebraucht. Mir gefällt's. Ich habe jetzt 2 verschiedene Lippenprodukte hier. Also 2 verschiedene Lippenfarben sind es dann ja auch in dem Sinne. Ich kann jetzt auch mal meinen Haarmoppet abmachen. Haare bleiben heute eigentlich geschlossen. Ich kann sie nachher mal zu Demonstrationszwecken öffnen, aber es ist so warm, Leute. Ich mache mir jetzt aber diesen hier drauf, glaube ich. Das ist der Lip Plumping Gloss in der Farbe Feeling It. Genau, weil ich es einfach auch gerade fühle. Das ist dieser hier und das ist wirklich ein schöner Ton. Sieht ein bisschen aus wie mein Lip Spread Better. Ja, der ist halt, ne, Plumping. Also du hast es quasi mit Menthol. Und jetzt sieht man es auch, wenn das Produkt ab ist. Es ist so ein Füßchen, was auch so ein bisschen abgeknickt ist vorne. Ne? Das ist schon cool. Oh, ich merke das auch jetzt auf den Lippen. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Ich mag das ja, ne? Wenn es kühlt. Ne? Wenn es warm ist, ist es mir zu krass meistens. Aber so, als hätte ich gerade einen Kaugummi gegessen. Also das ist definitiv ein schöner Alltagslook. Kann aber auch ein schöner Weggeh-Look sein. Ne? Je nachdem, wie man es halt gerne mag und wie man das einfach für sich auch einfach mag. Ich finde, das ist richtig schön. Bis auf dieses Augenbrauengel. Tatsächlich, oder Augenbrauen-Laminierungsgedönsen und den Blush tatsächlich, möchte ich euch jedes Produkt, was ich hier verwendet und gezeigt habe, empfehlen. Und zwar absolut. Das Ergebnis ist toll geworden. Die Produkte haben sich leicht verarbeiten lassen. Ich sehe ja auch, wie lange ich filme. Normalerweise filme ich solche Schminkvideos 1,5 Stunden. Ich bin jetzt bei 55 Minuten. 45 Minuten. Das ist super schnell gegangen. Wirklich, Leute. Und krass. Also der Wahnsinn. Der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und mit Cloudy Welt, wie gesagt, bekommt ihr dort halt auch noch die Produkte ein bisschen günstiger. Schaut super gerne einfach mal vorbei. Und falls ihr die Produkte mal in den Boxen hattet, verwendet sie. Die sind wirklich gut. Die Lidschattenpalette mag ich. Die Mascara mag ich. Der Eyeliner war, glaube ich, auch in der Palette drin. Das Augenbrauenprodukt war mit drin. Das Lippenprodukt war, glaube ich, auch mal mit drin. Also, ne, gut, der Blush... Der Cream Blush, den mag ich ja nicht so gerne, aber dieses Duo ist auf jeden Fall mal ein Blick wert und der Bronzer absolut für helle Häutchen super geeignet. Die Foundation müsst ihr halt, wie gesagt, in eurer Farbe gucken. Diesen Primer mag ich auch richtig gerne. Also ich fühle mich super wohl und ich hoffe, dass man das auch irgendwie merkt. Ja, genau. Kann euch das, wie gesagt, empfehlen. Alles in der Infobox verlinkt. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.